das nicht bezahlen, dann gehe ich einfach nachts zu denen nach Hause, wenn die schlafen, nehme eine Nagelfeile und... Oh, hallo, die Kamera, die ich mir zu diesem Zeitpunkt hier bestellt habe, habe ich ja gar nicht gesehen. Mein Name ist Björn Katzur, ich bin Autor und Darsteller, bekannt unter anderem von Poetry Slam Bühnen. Und genau darum geht auch das kleine Projekt, das ich heute an Sie und euch herantragen möchte. Ich möchte meine besten und schönsten Slam-Texte und andere Kurzgeschichten sammeln in einem Heft, um sie der Öffentlichkeit preiszugeben. Preiszugeben, also vorzustellen. Zu geben, nennen wir es zu geben. Ja, das ist doch eine schöne Idee, dachte ich mir. Aber das kostet natürlich leider Geld, so ein Heft zu produzieren. Ich möchte das auch noch schön illustriert haben von der fantastischen Zeichnerin Ferik. Und das kostet natürlich alles Geld. Und genau darum bitte ich Sie und euch. So ein schönes Heft mit Texten, das wäre doch was, oder? Ja, vielleicht sogar ein Buch, wenn mehr Geld reinkommt, als ich mir in meiner Bescheidenheit hier vorgestellt habe. Ja, oder eine CD. Nein, CDs hat keiner mehr. Aber so Sounddateien mit meiner Stimme, wie ich diese Texte vor... Ja, sowas könnten wir machen. Genau, dafür brauche ich, wie gesagt, etwas Geld. Dann könnte ich Geschichten sammeln wie Gärtner wider Willen, der Tag, an dem ich verrückt wurde, dumm, 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 ein Gedicht, wär ich ein Tier... Andere Gedichte von mir oder längere Erzählungen, die ich gar nicht bei Slams vortragen kann, weil die zu lang sind. Urlaub von mir selbst, der Schal im Schal. Ja, und für dieses Projekt hätte ich einfach gerne ein bisschen Unterstützung. Moment, was ist das? Hallo! Hier spricht Odin! Unterstützen Sie Björn Katzur! So lautet der weise Rat der jenseitigen Sphären. Björn Katzur ist wortgewaltiger als Loki, schöner als Baldur und hat einen mächtigeren Hammer als Thor. Unterstützen Sie ihn! Seine Werke sind einfach göttlich! Ach, das ist ja Unterstützung aus dem Himmelreich. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Aber Sie hören es. Es lohnt sich, dieses Projekt zu unterstützen. Und darüber würde ich mich dann auch sehr freuen. Vielen Dank.